Accio-Duell. Fünftes Spiel. Wahrscheinlich jetzt das letzte Spiel auch gleichzeitig, ne? Accio-Duell, fünftes Spiel. Jemand sucht nach einer neuen Herausforderung im Accio-Duell. Begibt die zum Accio-Duell-Brett. Wir gehen jetzt dahin, machen noch ein bisschen Accio. Und dann schauen wir mal, wie gut ich bin. Ich wurde immer groteskerweise mit jedem Accio-Duell, wo es schwieriger und schwieriger war, wurde ich immer besser. Dann beim letzten Mal habe ich es gleich beim ersten Mal geschafft. Aber ich denke mal, es war nur mehr Zufall. Jetzt werde ich hier ganz schön schlucken müssen. Gegen wem? Gegen nichts anderes. Nichts anderes als Professor Ronan. Sie sind mein Gegner im Accio-Duell, Professor Ronan? Der bin ich. Auch Professoren dürfen sich hin und wieder amüsieren, wissen Sie? Sie haben recht, aber ich werde Sie fertig machen. Sie haben doch sicherlich Besseres zu tun. Ah, nee, Sie haben recht. Aber natürlich. Ich freue mich auf ein Duell mit Ihnen. Geht mir genauso. Ich spiele schon seit Äonen. Sie haben also keine Chance zu gewinnen. Sollen wir trotzdem loslegen? Alles gut. Ich bin bereit. Na, dann wollen wir mal. Ronans Spielzeug. Ich hätte nicht gedacht, dass der Professor Ronan hier nochmal auftaucht. Das ist witzig irgendwie. Wir müssen mal ein bisschen das Spielbrett erkunden. Oh, der war gut. Gut gemacht. Professor Ronan! Sie wollen mich jetzt wohl verarschen. Was ist denn das jetzt, bitteschön? Da setzt er den so einfach drauf. Ich hoffe, ich kick den jetzt raus hier. Oh nein, meiner rollt wieder zurück und geht auch aus dem Spielfeld. Und damit haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Ja, gib's mir nochmal hart und dreckig. Genau. Ist das jetzt Ihr Ernst? Ich glaube, hier muss man, ob man will oder nicht, die Kugeln rauskicken vom anderen Gegner. Ey, was ist das denn für ein Freak, bitteschön? Ich hätte mehr Schmackes machen sollen noch. Habe ich Sie etwa gelehrt, so zu spielen? Accio. Und der macht jetzt einen 100er, wa? Oh, ich wollte gerade sagen, ich gehe hier, vom Glauben falle ich ab. Wow. Wir machen alle Fehler. 10 Punkte, den kriege ich gar nicht mehr ein, ne? Selbst wenn ich jetzt auf dem 100er lande. What? Da müsste ich den rauskicken davon. Ach du Scheiße. Ach hier. Ja, für den Arsch. Und jetzt habe ich den noch auf dem 100er gemacht. Und damit haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen. Professor Rode, ich habe Sie so sehr lieb, dass ich... Das ist ja noch neu für Sie. 250 für Sie gemacht habe. Das war jetzt so in einem Friedensangebot. Grämen Sie sich nicht. Ich wurde noch nie von Schülern geschlagen. Wie wär's mit noch einer Runde? Ja? Ja, natürlich. Ich würde gern meinen Rekord verbessern. Mein Ehrgeiz ist gepackt. Mein Ehrgeiz ist gepackt. Professor Ronan ist ein ganz schönes starkes Stück. Also der kann richtig, also die NPC, die KI, die kann das richtig gut. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir da auch mithalten können. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall rauskicken, wenn es geht. Vor allem, wenn der so ein 100er machen kann einfach. Aus nichts. Finde ich schon fast schon pervers. Wir machen alle Fehler. Ja, komm. Oh nein! Ja, beide wenigstens rausgekickt. Beide null. es steht doch alles offen. Er geht jetzt nach links. Also das kann er gut, ne? Auf der linken Seite den 100er parken. Das kann er vortrefflich. Frechheit. Nein, meine rollt wieder zurück. Und auch noch raus. Dieser Strudel geht einen auf den Keks. Und damit noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Du mit deinem Lernen und Wachsen hier. Also ich muss jetzt den 100er anpeilen. Und den rauskicken, aber das geht gar nicht anders. Gut gemacht. Weil ich muss den jetzt rauskicken, damit ich noch gewinnen kann. Aber ich glaube, das geht ja hier fast gar nicht, ne? Von hier aus. Nee.
Noch weiter links hätte ich gar und nicht machen damit können. Damit haben Sie noch eine Gelegenheit zu lernen und zu wachsen. Wow. Null Punkte. Das war mein zweiter Versuch. Also irgendwie... Grämen Sie sich nicht. Ich wurde noch nie von Schülern geschlagen. Wie wär's mit noch einer Runde? Ja, natürlich. Die Nacht ist noch jung, Professor Roden. Und hier gibt's ja also sowieso keine Strafen. Ne? Wenn man hier einfach mal draußen bleibt. Die ganze Nacht. Ja, den rechten kann er irgendwie nicht. Aber der parkt den jedes Mal vor den anderen Ball. Das nervt mich. Man ist ja richtig gezwungen, den jetzt rauszukicken. Seht, das war der gleiche Zirkus hier. Und jetzt macht er wieder den bestimmt perfekt hier. Gut gemacht. Ja, ich muss doch auch jetzt was lernen hier. Warte mal kurz. Ja! Ja! Habe ich sie etwa gelehrt, so zu spielen? Ja! Jetzt kann er ja gar nicht mehr gewinnen. Geht ja gar nicht mehr. Der kann ja jetzt nur maximal 50 Punkte machen. Ja! Gemacht. Es sei denn, ich kicke jetzt mich raus. Aber so blöd bin ich jetzt nicht. Professor Ronan, es tut mir leid. Aber ich bin der beste Akio-Spieler aller Zeiten. Und ich habe sie rausgekickt und mich auch. Aber 100 Punkte reichen mir. In ihrem jungen Alter. Ha! Ivo. Das bin ich. Sehr gut. Sie haben mich in meinem Spiel geschlagen. Ich bin ein Naturtalent. Tja, jetzt können Sie mir wohl nicht mehr viel beibringen. Es gibt immer etwas zu lernen. Sehen Sie, ich habe Sie etwas gelehrt. Als neuer Akio-Duell-Champion haben Sie ein Zeichen der Anerkennung verdient. Werden Sie nur nicht übermütig. Richtig mal schön den Lehrer fertig machen, ne? Genauso, Ivo, super gemacht. Vielen, vielen Dank. Aber der hatte immer, also gerade, ne, immer, man hat immer gegen den jetzt gespielt und der hatte immer so einen Plan gehabt. Guck mal hier, mit dem kann man jetzt auch sprechen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt sprechen wollen. Ich dachte wollen. Nicht, dass Ronan zu schlagen ist. Ja, das dachte ich auch nicht direkt am Anfang. Ich glaube, beim dritten Mal habe ich es geschafft, oder? Dritte, vierte Mal.